Kolo. Oh, Moment, sorry, mein Fehler. Du sprichst natürlich kein Ekrisch. Hey, ich gehöre zu den einheimischen Banditen, auf die du hier so fleißig ballerst. Wie geht's? Hör mal, es gibt hier ein paar seltene und lästige Kreaturen, die du für mich beseitigen könntest. Man weiß allerdings nie, wo und wann die auftauchen. Halt einfach die Augen offen und die Ohren steif. Ja. Und unglaublich tödlich. Achte auf seinen Schwanz, Kammerjäger. Ah!
vielleicht, wieso ich diese Wilden herumkommandieren kann? Zu Ihnen kommen wir noch, Sir. Ich habe meinem Gefährten hier ein vergnügliches Jagdwochenende versprochen. Und ein Gentleman hält sein Wort. Was? Ach, kommt! Wollt ihr jetzt wohl gegen mich kämpfen? Bitte! Kammerjäger, es scheint, wir kriegen keine Ruhe, solange dieser Nakayama uns damit nervt, dass wir ihn bekämpfen sollen. Ich habe einige bizarre Funksprüche von jenseits des Silas Grove abgehört. Ich fürchte, du musst dorthin irgendwelche schrecklichen Pläne Nakayamas unterbinden und die Welt retten. Wieder einmal. Sehr gut. Ja? Gut? Genau das wollte ich. Ihr werdet es nicht bereuen. Funksignale. Klingt, als würden Nakayamas Wilde irgendein Ritual feiern. Viel Singsang und so. Sieh dich vor. Waffen! Ich hab sie! Du brauchst sie! Sichern und laden! Bis bald! Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Denk daran, wir haben immer gehört. Darf ich sagen, dass das irre ist, dass wir jetzt Erzfeinde sind? Du und Jack, ihr wart Todfeinde. Und jetzt, da wir gegeneinander kämpfen, ist es so, als wäre ich selbst so cool wie Handsome Jack. Oh, das ist ein Traum. Singsang. Vorsichtig, Kammerjäger, wenn diese Wilden etwas anbieten, bedeutet das zweierlei ist von einem Jäger und es ist tödlich.
eine tödliche Kreatur? Ein Hyperion Killerbot? Thank you.